Wallace Monument und der William Wallace wird vielleicht jedem unter dem Namen Braveheart bekannt sein. Also das ist sehr schön gemacht, das Museum hier. Aber die Treppen hier hoch, ein Wahnsinn. Nix für uns. Nix und fertig. Und wir sind noch nicht mal oben angekommen. Aber für den Rest des Wegs nehmen wir euch auch mit. Und jetzt spielen wir ein paar Bilder ein, wie schön das hier ist. Wir sind ganz oben unter der Kuppe. Also der Turm hat schon was, ne? Knapp 70 Meter hoch. Das ist schon ein kräftiges Teil, ne? Ja, da habe ich auf jeden Fall keine Angst, dass irgendwie ein Gitter abbricht. Das ist schon solide gebaut. Allerdings, das sind Ohren. Also, Höhe ist so nicht so mein Ding. Ich sag mal, das ist so Bauart vom Kölner Dom oder so. Ja, aber dann nicht dann schnell weg, der bröckelt. Stimmt, das sind wir wieder beim Thema. Oh, hoppla, ich bin heute vorgeflogen. Aber die Aussicht ist gewaltig, man kann wirklich über den ja, vom Schlachtfeld bis zur Burg und sonst wo hingucken. Also und bis zu dem Campingplatz haben wir geguckt. Und unseren Campingplatz können wir auch sehen. Ja, der ist ja, da drüben. Da hinten. Ja. Ja, und weiter geht's. Ich zähle jetzt mal beim Rundtag in die Stuben und lasst euch mal überraschen, was wir geleistet haben. Ich bin jetzt schon fix und fertig.
242 Stufen. Das klingt jetzt erstmal harmlos, aber die sind sowas von steil und eng. Wenn einer entgegenkommt, muss man auf irgendeiner Passage stehen bleiben, sonst kommt man nicht vorbei. Ja, so schön Wendeltreppe. Ach. Ich habe so jetzt ein bisschen schon so Puddingbeine. Bisschen, ich habe extrem Puddingbeine. Aber ich meine, das hat sich gelohnt, da reinzugehen. Das kostet für uns jetzt knapp 16 Pfund irgendwas. 16 Pfund 80. Also 19 Euro. Ein paar Zerklemmte sind abgebucht, also so viel weiß ich. Ja. Aber war schon Euro. Doch. 19 also, Euro und, ja. Aber ich meine, so die Geschichte in Kurzfassung. Ich meine, ich könnte sie jetzt nicht mehr wiedergeben, aber. Jo. Also der Bräfer hat auf jeden Fall gegen den englischen König die Truppen organisiert und hat die dann auf einer Brücke quasi so, der mal so quasi auf der Brücke hier, diese Stirling Bridge, so ungünstig reingetrieben. Die Brücke wurde zerstört, dann gab es die Schlacht, der Fluss wurde mit Blut gefüllt, also brutal halt. Ja, und da ist dann nachher auch, wo er dann gefangen genommen wurde, ziemlich. Er ist nach England zurückgekehrt irgendwann, ne? Ja, genau, dann so ziemlich brutal worden. Hingerichtet worden. Also irgendwie war das mit erstmal nackig durch, ich weiß gar nicht wo, durchgetrieben, dann aufgehängt und kurz vorm Tod wurde er kastriert. Kastriert und ausgeweidet. Und ausgeweidet. Und danach viergeteilt wurde er auch noch. Naja, haben sich viel Mühe mit dem armen Kerl gegeben, aber aufgrund dessen wurde dieses Monument hier geschaffen. Und das ist schon beeindruckend. Ja. Obwohl, nächstes Mal müsste man mal vorschlagen, dass die halt eher eine Breite bauen, so als Bungalow. Genau, wäre einfacher. Jetzt müssen wir nur noch vom Berg runterkommen, aber da haben wir einen kleinen Geheimtipp. Hier fährt nämlich ein Bus rauf und runter. Alle 15 Minuten wird man mitgenommen und überhaupt kein Problem. Aber allein schon, um die Aussicht zu genießen über das ganze Tal von Stirling und so, ist es gewaltig. Ja. Hammer, ne? Ist schon wert gewesen, ja, auf jeden Fall. Genau. Allerdings, da oben weht ein eisiger Wind. Ja, ich habe Jacke an, aber gleich ist er wahrscheinlich wieder nicht mehr. Aber ich schwitze trotzdem von dem Treppensteigen, Absteigen. Also das war hardcore. Also weiter geht's. Und unser nächstes Ziel ist jetzt, wenn nicht alles schief läuft, Doncaster. Ob wir da hinkommen, reinkommen, werdet ihr sehen. Nämlich jetzt. Hier sind wir jetzt vor einer schönen Kulisse, nämlich? Doncaster. Ja, bekannt durch Drehorte von Outlander und Game of Thrones. Und Beispiel da? Zeigen es besser als aussprechen, weil sonst ist die Linse da feucht. Ja,
Im Moment ist auch zum Glück mal eben die Sonne weg, sonst die kam nicht genau aus der Richtung und hätte sonst das ganze Bild überstrahlt. Und so kann man das auch wunderbar sehen, das schöne Schlösschen. Das sieht toll aus, ne? Das ist eine Burg, ne? Das hatten wir doch schon mal irgendwo. Okay, ist ein Castle. Also, du, Castle. Don't, du, boom. Jetzt machst du mich damit bekloppt, das weiß ich halt auch nicht mehr. Castle halt. Dune Castle, also, glaube ich. Dune Castle. Okay. Diejenigen, die Game of Thrones kennen, wissen, was es heißt. Und Die anderen können es nachlesen. Googeln. Und weiter geht's. Wir zeigen euch ein bisschen drumherum. Linksverkehr. Und wir sind nicht gestorben. Aber im Wald gelandet. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. So, wir haben jetzt einen Übernachtungsplatz gefunden. Erste Mal wirklich freistehend. Wir müssen uns dahingehend noch ein bisschen eingrooven. Habe ich rausgesucht über Park von Night. Wir stehen jetzt oberhalb von Loch Lomond. So, ich sag mal, wenn jetzt hier freie Sicht wäre, könnte man drauf gucken. Aber wir stehen mitten im Wald. Und ich glaube, das ist auch gar nicht verboten, weil nämlich gerade Oberförster mit seinem Geleit kam, hat Schranke da hinten aufgemacht, Schranke wieder zu und ist weitergefahren und hat sich nicht über uns gekümmert. Hat aber zu uns hingeguckt, also kann halt nicht so schlimm sein. Und wenn ihr mal guckt, wie wir stehen, da ist unser Bubi. Und da werden wir heute Nacht schlafen, da freuen wir uns riesig drauf. Ja, wir haben heute nur zwei Dinge gemacht. Das war einmal der Wallace Tower, was sehr interessant war. Also hat Spaß gemacht, war sehr anstrengend. Ich habe jetzt noch Pudding in dem Wein. Dann waren wir ja an dem Dune Castle. Dune Castle, ja gut, man muss Eintritt zahlen, da rein zu können. Und drin sieht man nur den Hof. Also man kommt nicht richtig in die Gemäuer rein. Also kann nicht in die Zimmer gucken oder sonstiges. Deswegen haben wir uns was gespart, haben uns das von außen angeguckt. Obwohl wir da ja auch ist noch... Ist halt eine Burg oder so. Schloss. obwohl wir da auch gar nicht wissen, welcher Drehort das jetzt wirklich ist.
Also auf jeden Fall Game of Thrones. Auf jeden ja, Fall. Das haben wir amtlich, das habt ihr gesehen. Aber wir sind uns jetzt wegen Outlander gar nicht mehr so sicher, weil da nichts von stand. Also ich habe gelesen, das ist auch von Outlander das Ding, aber naja. Aber könnt ihr gerne einmal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Ja genau, das ist eine gute Idee. No? Schreibt mir die Kommentare. Und was vielleicht für Filme noch hier gedreht wurden, wäre natürlich auch interessant. Ja. Und ansonsten, ja, nach dem eigentlich sehr gelungenen Tag mit über 5000 Schritten pro Person, Minimum. Ne, 6000. Auf jeden Fall eine Menge Schritte haben wir gemacht. Ach so, ich bin euch ja noch was schuldig. 242 Stufen waren es von Wallerstower runter. Klingt jetzt nicht so viel, aber steil. Doch, hatte ich glaube ich schon gesagt. Okay, ist egal. Aber ich habe es jetzt nochmal erwähnt, um zu zeigen, wie sportlich wir sind. Und das mit meinem, ihr wisst schon. Gut, aber wir werden wahrscheinlich eine schöne Nacht haben. Deswegen sagen wir jetzt von dieser Stelle für heute ist gut. Wir haben genug gesehen. Gute Nacht, schlaft schön. Ja, und aus dem sonnigen, ich muss es nochmal betonen, sonnigen Schottland verabschieden wir uns jetzt in die Ferne. Tschüss. Tschüss.